Und Kartoffeln und Karotten können wir uns zu horrenden Preisen ja auch gegebenenfalls erkaufen, erhandeln. Jetzt natürlich die Frage, die große Frage, die sich dann mir wieder stellt. Zwei neben dem, eins, zwei, ich glaube, da ist ein Pfeiler. Ne, da ist kein Pfeiler. Dann gucke ich nochmal. Lassen wir das Wasser da zusätzlich runterfallen? Ne, dann fließt das hier in die... auch nach da, aber das macht eigentlich nichts, ne? Wie gesagt. Achso, der muss da auch noch weg. Zack, der muss da ja weg. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung wo. Ach, dann lassen wir es eben nicht runterfallen. Oder wir machen es... eine Idee gehabt, die ich jetzt aber schlecht vermitteln kann. Ich buddel da mal einen runter. Einen wollte ich da runter buddeln. Und bin jetzt auf Höhe neben dem, der da rausguckt. Auf Höhe neben dem, der da rausguckt. Und dann habe ich gesagt, ach Manno, merkt ihr das doch mal. Auf Höhe neben, und zwar, da ist der Pfeiler. Zack. Zwei neben dem Pfeiler, zwei hinter dem Pfeiler. So, das hatte ich doch vorhin schon. Auf dieser Höhe, zwei neben dem Pfeiler. Ist das denn richtig? Ich glaube mir wieder selber nicht. Ich habe es gerade 15 Mal nachgeschaut und ich glaube es mir einfach nicht. Ich glaube es mir nicht. Ja, 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 so ist das. Daneben, das meine ich doch. So, jetzt habe ich es aber hoffentlich. Ich muss mal eben... ja, da sind wir doch schon richtig. So, da muss doch nur noch... ha, da muss doch nur noch der da weg. Und der und der. Und die Spitzhacke ist alle. Fuck. Fucki. Ja, dann sind wir ja wieder oben. Schön. Ach, wie das hier alles wächst, blüht und gedeiht. Ach, ist das schön. Und ach, habe ich einen Hunger. Ach, ist dann demnächst wohl dann auch mal irgendwie Viehzeug dran, was? Und ach, jetzt sagt mir meine Maus auch gerade, dass sie leer ist. Jetzt ist aber auch hier gleich gut. So, Maus angestöpselt. Was wollte ich genau? Ich wollte mir nämlich genauerweise, wollte ich mir zunächst einmal zwei, in Worten zwei und in Zahlen auch zwei, zwei Spitzhacken machen. Und ich wollte dann ein Steak und ein Schnitzel essen. Erstmal das Steak und dann das Schnitzel. Und dann wollte ich zurück. Obwohl es sich schon langsam dem Abend nähert. Ach, ich hätte jetzt ja auch Getreide mitnehmen können. Könnte ich auch immer noch. Mag ich aber nicht. Weil dann habe ich das ja gleich in der Hand und muss nicht nochmal zurückrennen. Nicht? So. Muss der weg? Der weg? Hallo? Wieso haut denn das nicht hin? Ja, man hätte sich das jetzt auch genauer mal irgendwie überlegen können. Das ist wahrscheinlich ein Stein, ne? So sollte es ja eigentlich nicht sein. Ich wollte den doch umlenken. Dann nimm mal hier bitte Platz, weil so fließt es in die falsche, meiner Meinung nach, falsche Richtung. Dann nehme ich mal den und den und den und sage... du bist willkommen, wenn du, ich sag mal, nicht da lang fließt, sondern da lang. So, ah, das war jetzt doof von mir. Dann machen wir den nochmal eben dicht. So, und dann machen wir da nämlich auch noch einen hin. Dann fließt nämlich erst hier runter. Und dann meinetwegen noch einen hier runter. Und dann fließt er dahin und... dahin und ich muss hier mal irgendwie wieder raus, um das Ganze mir von hier anzugucken. Der kann da dann weg, da fließt er hin meinetwegen. Und der kann eigentlich auch weg, oder? Kann der? Der kann nicht weg, glaube ich. Kann der weg? Der kann, glaube ich, weg. Ne, der konnte nicht weg. Dann machen wir den jetzt mal weg und sagen, der kommt dahin. Jetzt fließt es nämlich dahin. Aber es fließt trotzdem in die Richtung. Mistige Kacke. Da ist ja auch ein bisschen was im Weg hier. Mach mal den da weg.
Das ist mir sonst zu kompliziert. Das schafft der Herr Sommer nie. Dann machen wir das mal so und sagen auch, da kommt einer hin und da kommt einer hin. Und da kommt einer hin und da kommt einer hin. Ach, ich habe gar keinen mehr. Habe ich noch einen im Gepäck? Nein, habe ich nicht. Das doch auch nicht so, wie ich das wollte. So ist schon besser. Kommt da halt jetzt irgendwie raus und tropft. Sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Oh, das ist ja schon... Oh, warum sagt mir das denn keiner? Nein! Und dann auch noch hier versagen. Schnell, ich muss noch nach Hause. Oh nein. Die Mobs. Panik. Panik. Kein Mob zu sehen. Schnell, 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 schnell. Zack, rein, zu, hinlegen, schlafen. Uff. Hallo. Abu. Na, Gott sei Dank. 32 nehmen wir nochmal mit. Das lässt sich bestimmt auch noch ein schön hinkriegen, was wir da angestellt haben, wenn jetzt hier kein Creeper mir alles wieder kaputt macht. Hier ist zurzeit keiner da, auch nicht. Also erstmal wieder nach unten. Zack. Und dann finden wir das hier nämlich eigentlich ziemlich scheiße. Finden wir das und sagen so nicht. So vielleicht. Ah. Naja. Also von dem, was ursprünglich geplant war, ist jetzt nicht so viel geblieben. Naja, man kann es so lassen. Naja, man kann, wenn man gnädig ist, kann man es so lassen, ja. Schade ist natürlich, dass hier so viel schief gegangen ist schon wieder. Aber okay, man kann es so lassen. Oder? Eigentlich ist das ganz schön doof, oder? Ach, was soll's? Das ist ja nur Wasser. Das sieht doch hier gar nicht so schlecht aus. Dieser stört mich ein bisschen. Aber den kann ich nicht wegmachen. Den kann ich nicht weg... Oh, warum kann ich denn nicht springen? Hui. So. Wie ist denn das jetzt? Hier falle ich runter. Das ist der, den ich nicht wegmachen kann. Und den kann ich auch nicht wegmachen. Wer sagt das? Ich glaube, den kann ich wegmachen. Den kann ich wegmachen. Dann kann ich den da hinsetzen. Dann kann ich mal langsam auftauchen. Das Wasser fliegt ja nach wie vor. So, dann können wir unten ja vielleicht auch schon wieder ein bisschen mehr retten. Ein bisschen mehr rette ich jetzt noch. Nämlich, indem ich den da wegmache. Und da noch den hinsetze. Und dann mache ich auch noch... Den mache ich jetzt doch noch weg. So, den mal eben dahin. Und wieder weg. Nein! Der muss da weg. Dann kommt der da nochmal hin. Und wieder weg. Ist natürlich ein bisschen doof. Wo ich den da wieder hinsetze, haben wir das wieder so kacke. Das Wasser mag ich nicht in Minecraft. Falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Zumindest die Wasserphysik mag ich nicht. Es erschließt sich mir einfach nicht. Also nicht, das liegt jetzt nicht am Wasser, das liegt auch schon mehr an mir. Das weiß ich wohl selbst, aber ich mag die Wasserphysik halt trotzdem nicht. Ach man, ja. Eigentlich funktioniert die ja super, ne? Naja, was soll's. So, ein zweites kleines Feld ist das ja also. Hätte man auch größer machen können. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich hier nicht einfach das auch wegstampfe.
Und da muss ich ja noch den Zaun wieder hinsetzen. Ne? Hier, da. Da soll der Zaun hin. Die Felder sind bewässert. Kommt mir wenig vor. Und das haben wir auch. Das haben wir auch. Jetzt brauchen wir nur noch was zum Pflanzen. Und aber eigentlich müssen wir erstmal irgendwelche Zombies, mit Zombies uns anlegen zum Pflanzen. Und dafür würde ich sagen, machen wir jetzt doch erstmal, achso, das Abernte-Ding habe ich ja auch noch nicht gemacht hier. Kann ich auch kaum, ne? Nehmen wir mal die Schaufel und sagen mal, einfach mal. Ach, da müsste ich ja jetzt erstmal wieder gucken, wie weit fließt denn das? Warum haben wir das eigentlich hier so doof gebaut? Ach, wegen der Bewässerung, ne? Wollen wir dann da nicht einfach auf dem Feld verzichten? Ach, das geht ja auch wieder nicht. Da fließt ja das Wasser so komisch runter dann. So, da ist nämlich... Ach doch, da ist doch das Bewässer. Das Wasser fließt doch. Da kann ich doch hier locker... flockig mal den da wegmachen. So, und da wird noch so ein Dings da hinsetzen. Der wird bestimmt bewässert. Und jetzt brauche ich mal einmal den Eimer. Eimer. Zack. Und dann setzen wir den nämlich dahin und den Eimer dahin. So. Fließt der da unten noch hin? Der kommt immer noch an. Das ist ja gut. Ist nicht mehr ganz so schön jetzt, aber ist ja auch nur provisorisch. Soll ja nicht so bleiben. Und wie sieht das jetzt unten aus? Fließt das Wasser da auch noch? Da fließt es noch. Da fließt selbstredend auch noch. Kann ich mal eben so ein Dings da haben? Ich glaube, drei reichen. Eins, zwei, drei. Der ist bewässert. Der müsste auch bewässert sein von dem Wasser da. Und mit dem Abernten müsste ich nochmal gucken. Sollte aber eigentlich auch klappen. Könnte ich auch da unten drunter durchfließen lassen. Dann müsste ich nicht so... War da ein Creeper? Nein. Müsste das gar nicht so tief sein. Das ist ja auch erstmal nur so zum Ausprobieren. Ja, dann machen wir mal ein bisschen hier, dass das ein bisschen... So... Den machen wir mal dicht wieder. Dann nehmen wir auch mal jetzt nur Erde. Einfach nur Erde. Zack, hier dicht machen. So, damit das nicht ganz so... Warum der da jetzt nicht nach da unten fließt. So. So ist ja schon viel gleich nicht mehr ganz so dramatisch schlimm. Fließt da das Wasser immer noch? Ja. Ich weiß gar nicht, von wo das kommt. Ist ja auch egal. Ist ja nicht so dramatisch. So, das Abernten müsste jetzt eigentlich klappen. Und das werde ich jetzt einfach auch mal probieren. Weil ich habe hier ja wieder was geändert. Der fließt da dooferweise weg. Auf dem kürzesten Wege nach möglichst weit unten. Das ist natürlich ärgerlich. Da muss also noch... Der Rest kommt erstmal hier innen an. Und der Rest, da fließt der auch weg. Auf dem kürzesten Wege nach da unten. Wie verhält sich das Wasser hier unten? Das bleibt wie es will. Das bleibt auch so. Okay. Na. Dann können wir das andere mal eben ausschalten. Ausschalten. Da. Es bleiben doch einige am Rand liegen, aber das hält sich noch in Grenzen. Und der Rest müsste eigentlich da unten jetzt angekommen sein. Nehme ich aber irgendwie nicht auf. Ah, jetzt aber. Aber jetzt. Gut, ein paar bleiben halt liegen, dann ist das so da. Würde ich dann auch sagen, ist mir die Optik jetzt einfach mehr wichtiger als die Funktionalität. Und ich glaube auch bei normalen, bei anderen... gut, ich könnte da natürlich Blöcke machen, ja, statt dieser Mauer, ne? Dann würde ich mir einfach für oben und für unten vernünftige Blöcke mal eben überlegen. Während ich da unten mal eben die Beleuchtung austesten kann. Und zwar hier ganz hinten in der Ecke. Einfach erstmal nur so zum Probieren.
ob das denn mit der Beleuchtung überhaupt klappt. Ah. Sag mal, spring doch mal vernünftig. Spring doch mal vernünftig. So, zack, 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 wieder oben. Was für eine Mauer nehmen wir denn da? Also wenn diese Mauer scheiße ist, und das ist sie, dann setzen wir da eine andere Mauer hin. Dann setzen wir was für eine Mauer hin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und die Sonne geht auch schon wieder unter. Ich hätte so eine Mauer ja echt schick gefunden. Ich muss mal eben schon wieder nachschenken. Das Glas ist schon wieder leer. Nachgießen, nachkippen, nachfüllen. Das Glas voll machen. Also. Keine Mauer, keine Half-Slabs. Wir nehmen anderes Material und sagen einfach mal, ich guck mal durch die Kisten durch. Gravel sieht wahrscheinlich scheiße aus. Weiße Wolle sieht auch scheiße aus. Der normale Stein sieht auch irgendwie Dreck aus. Quarzblöcke lassen wir mal eben. Quarz-Slabs, Sand. Es bleibt im Prinzip ja nur. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Holzstämme? Holzstämme? Erstmal wieder der Nacht schlafen hier. Kann dann ja auch gleich weitergehen, aber erstmal muss ich erstmal gucken. Oder wir machen das folgendermaßen. Ich beende gleich mal eben kurz die Aufnahme. Überlege mir, was ich da mache und drumrum. Weil, wenn was liegen bleibt, ist irgendwie auch kacke, oder? Das muss doch nicht sein. Da kann man doch besser irgendwie... Da könnte man auch so ein Aquarium, so ein begehbaren, so ein ganz klitzekleines aus Glasscheiben und Glasblöcken, so ein... Ja, Glasblöcke. Und hier muss eine Tür rein. Dann macht man so ein Gewächshaus daraus. Ach, ich gehe mal ins Haus und überlege mir das fürs nächste Mal und werf noch mal einen ganz kurzen Blick. Ich kann es ja nicht lassen. Ich werfe nochmal ganz kurz einen Blick auf das untere Feld, was ja eigentlich viel mehr runter sollte, als es tatsächlich dann, das sollte da fast ganz. Und noch wachsen sie. Und jetzt muss ich wieder springen. Hui, und das hat geklappt diesmal. Und dann gehe ich jetzt ins Haus und beende die Folge für heute. Jawohl, die Aufnahme für heute wird dann erstmal beendet. Zack, hab noch Gothic aufzunehmen und vielleicht noch was anderes oder so. Mal gucken. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Schaut wieder rein, wenn es weitergeht mit Wir wissen nicht weiter. Und bis dahin alles Gute. Tschüss.